Willkommen hier auf meinem Kanal und zwar bin ich wieder back mit einem neuen GIF-Cast-to-Friends-Glitch, ohne sich verglitchen zu müssen. Der ganze GIF-Cast-to-Friends-Glitch ist, wie bereits gesagt, schon ohne verglitchen und ihr könnt hier wirklich in wenigen Minuten ein Auto von eurem Freund bekommen. Wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Selbstverständlich können wir diesen Glitch auch hier wieder überall machen. Das heißt, wir begeben uns an irgendeinen Ort, dort wo wir den GIF-Cast-to-Friends-Glitch machen wollen und fordern jetzt hier einmal die MOC an. Wir gehen hier auf Sonderfahrzeuge, fordern die MOC an. Wenn ihr es am Casino macht, schaut ihr am besten Richtung Autobahn oder Richtung Schnellstraße, was auch immer das ist. Und dann sollte die MOC hinter euch spawnen. Wenn eure MOC dort steht und ihr noch keine MK2 in eure MOC habt, dann fordert ihr jetzt einmal die MK2 an. Wichtig ist, die MK2 darf nicht von dem Terabyte kommen, sonst könnt ihr diese nicht hinten reinfahren. Ihr klickt hier ganz einfach X und spawnt dann auch schon mit der MK2 in der MOC. Aus der MOC könnt ihr zu Fuß rausgehen und währenddessen könnt ihr auch eurem Freund schon mal Bescheid sagen, er kann seine MOC anfordern und herfahren. Wir gehen jetzt hier einmal auf Eintreten mit Freunde, mit unserem Freund und spawnen dann auch schon in der MOC. Hier gehen wir auf das MK2 einmal drauf und fahren mit diesem raus, der Freund dagegen läuft zu Fuß raus und wenn wir draußen angekommen sind, schnappen wir uns ganz einfach ein Straßenfahrzeug und fahren dieses hier rückwärts gegen unsere MOC. Was wir jetzt machen ist folgendes, und zwar fahren wir jetzt mit der MK2 auf das Straßenfahrzeug drauf, drücken dann auf dem Straßenfahrzeug die Pfeiltaste nach rechts, öffnen dann direkt das Interaktionsmenü und nun können wir dann anhand des Interaktionsmenüs die MK2 wieder einlagern. Das ist wichtig, sonst wird eure MK2 gelöscht und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt aber fordern wir ganz einfach ein Fahrzeug an, das gelöscht werden kann. In meinem Beispiel jetzt die Sanchez, die ich nicht mehr brauche, oder ihr fordert ganz einfach einen Elegy an. Der Freund fordert jetzt ebenso das Fahrzeug an, das ihr ziehen wollt über den GIF-Cast-to-Friends-Glitch, lässt das Fahrzeug ganz einfach stehen und der Freund begibt sich jetzt hinten in seine MOC rein. Ihr begibt euch stattdessen in das Fahrzeug rein und wartet jetzt auf die Einladung vom Freund. Diese MOC-Einladung tretet ihr ganz einfach bei, seid dann im Blackscreen gefangen, drückt einmal das PSN-Menü, geht einmal auf Freunde und tretet jetzt dem Titan-Bot bei. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben einmal auf die Suchleiste, geben jetzt genau diesen Bot hier ein, die Anavac 2, und treten den Bot anhand von dem Profil einmal bei. Das heißt, wir gehen hier einmal auf die Übersicht, auf aktuelles Spiel und klicken hier auf Sitzung beitreten X. Nun wird eine Meldung abgerufen, diese Meldung könnt ihr komplett mit X durchspammen, auch die danach folgenden Meldungen einfach mit X durchspammen und ihr seht auch schon, ihr seid hier in der MOC mit eurem Auto jetzt. Und zwar, nach wenigen Sekunden spawnen wir dann auch schon neben unserem Auto, das wir jetzt bereits gezogen haben. Wir warten jetzt ganz einfach nur noch auf die Einladung vom Freund. Dieser muss uns jetzt nochmal in seine MOC einladen, treten diese Einladung bei und können dann auch schon hier aus der MOC rausgehen. Ja, das war's auch schon von dem Afterpatch. Das Ganze ist hier ein Afterpatch vom GIF-Cast-to-Friends-Glitch gewesen. So funktioniert der GIF-Cast-to-Friends-Glitch jetzt wieder. Hier könnt ihr jetzt nochmal das Fahrzeug anfordern, das ihr gerade gezogen habt. Und dann haben wir den GIF-Cast-to-Friends-Glitch auf jeden Fall geschafft. Wir sehen auch hier vorne das Fahrzeug von unserem Freund. Das Fahrzeug wurde ja nur dupliziert. Und ansonsten war es das hier von dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, es war ein Afterpatch. Und nun kann man wieder ganz, ganz easy den GIF-Cast-to-Friends-Glitch machen. Ist doch gut für den Stream heute Abend, denn heute Abend werde ich um 21 Uhr wieder streamen mit dem neuen GIF-Cast-to-Friends-Glitch. Gerne mal einschalten, ich streame hier über den PC, spiele aber auf der PS4. Das Ganze gibt eine bessere Qualität und ich würde sagen, bis heute Abend, haut rein, euer Kudix und passt auf euch auf.